Jung sein. Wer heute jung ist, weiß, wie sich das anfühlt. Aber wie war es in den wilden 20ern? Wie fühlte man sich als Jugendlicher während der Nazi-Herrschaft? Oder im Kaiserreich? Wie erlebte man die erste Liebe? Den ersten Sex, als es noch keine Pille und erst recht keine Kondomautomaten gab? Was haben junge Leute vor uns erlebt? Wie war ihr Alltag? Oder worüber haben sie nachgedacht? Vieles davon haben sie in Briefen, in Aufsätzen und in Tagebüchern festgehalten. Sexuelle Aufklärung, Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit, ein regelrechter Kulturkampf um Mode, Manieren und Musik. Wir sind keine Geschichtsexperten, wir sind Schauspieler. Von Berufs wegen versetzen wir uns in Situationen anderer Menschen, leihen ihnen unsere Stimmen und spielen ihr Leben nach. Meistens sind es natürlich erdachte Figuren. Diesmal aber geht es um reale Personen. Wir versetzen uns in ihre Lage und lesen aus ihren Briefen und Tagebüchern vor. Junge Leute, die uns vielleicht sehr ähnlich oder auch sehr fremd waren. Wir wollen wissen, was in ihnen vorging. . 1910. Aufbruch in ein junges Jahrhundert. Mehr als die Hälfte der Deutschen sind unter 22. Und die Jugend zieht es in die Städte. Auch Anna aus Brandenburg kommt nach Berlin. Sie ist gerade mal 14, als sie Dienstmädchen in einem bürgerlichen Haushalt wird. In einem Brief nach Hause schreibt sie: Da sehe ich mich wieder stehen. Ein Bündelchen in der Hand, das meine ganze Gabe barg. Mein Dienstherr, ein stattlicher Mann in den 50er Jahren, reichte mir bei meiner Ankunft noch wohlwollend die Hand. Na, da bist du ja. Wenn du recht fleißig und ehrlich bist, will ich dir nicht nur ein guter Dienstherr, sondern ein guter Vater sein. Für Mädchen und junge Frauen vom Lande ist die Arbeit als Dienstbotin oft die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das Personal schuftet schwer. 16-Stunden-Tage sind die Regel. Für die Tochter aus hohem Hause hingegen ist Arbeit tabu. Für sie ist eine Zukunft als repräsentative Ehefrau vorgesehen. Dafür lernt sie erst auf dem Lyzeum und später im Mädchenpensionat Konversation, Blumenbinden und den Umgang mit Personal. Ich war noch ein Backfisch in der Oberklasse der Heidelberger Mädchenschule. Es war langweilig und wir Schwestern sangen in schmerzlicher Übereinstimmung: Wir armen kleinen Mädchen sind gar so übel dran. Ich wollt, ich wär kein Mädchen, ich wollt, ich wär ein Mann. Das schrieb Hederige Leder 1907. Aber so höhere Töchter im Kaiserreich, für mich wäre das ja nichts gewesen. Ich glaube aber auch nicht, dass es so viel angenehmer war, als Sohn aufzuwachsen. Jungs aus bürgerlichem Hause mussten Latein und Altgriechisch büffeln, steife Kragen tragen, überall Regeln und Konventionen. Das galt auch für die Liebe. Ja. Franz Goldschmidt schrieb, 1908, da war er 23. Auf dem Heimweg erzählst du mir, dass Theo dir das Herz schwer machte mit Warnungen, dass du es dir noch reiflich überlegen solltest, dein Leben an das meine zu ketten. Wir sind uns allerdings darüber einig geworden, dass die Beantwortung der Frage, ob wir zusammenpassen, nur uns allein zusteht. Die Liebe im Kaiserreich ist keusch und romantisch. Er bewunderte mein Kostüm und erklärte mir beständig, wie gut ihm dieses gefalle. Er frug mich, können Sie auch zaubern? Ich verneinte es. Und dann sagte er: Gewiss, Sie können die Herzen bezaubern. In privaten Briefen wurde sich geduzt, aber offiziell mussten sich Paare siezen, und zwar bis nach der Heirat. Würden Sie mir mal bitte das Fotoalbum reichen, Schatz? Oh, danke, Frau Schatz. Gerne, Herr Schatz. Irgendwie auch ganz süß. Ist ja auch ein Zeichen von Respekt. Und wenigstens gab es auch noch kein Schlussmachen per SMS oder solche modernen Unarten. Oh, spricht ja ein gebrochenes Herz. Ja.
Du hast mich damals sehr verletzt. Guck mal, du warst ziemlich schick angezogen damals, oder? Mhm, wie die Püppchen. Ich habe gerade gelesen, als 16-jährige Frau ohne Hut das Haus verließ, hätte auch gleich nackt gehen können. War nicht schlecht. Hut, Schirm und Korsett für die Damen. Steife Anzüge oder Uniform für die Herren. Die junge Frau soll einmal einen Offizier heiraten. Aus dem jungen Mann soll mal einer werden. Schon von Kindesbeinen an lernt die deutsche Jugend, stramm zu stehen und Haltung zu bewahren. Doch einige scheren aus. Sie suchen Freiheit in der Natur. So entsteht die Wandervogelbewegung. Ein 19-Jähriger aus Schwerin schreibt: Ich glaube, ich wäre zuletzt regelrecht verrückt geworden. Da traf ich einmal zufällig ein paar aus meiner Penne und die erzählten, dass sie in die Buchheide tippeln, nachts im Zelt schlafen und sonntags sich in der Oder eilen wollten. Da lief ich nun einfach mit. Ich sage euch, das war ein Gefühl, so richtig zum Bäume ausreißen. Vor Freude haben wir die ganzen Wegweiser umgedreht, uns gegenseitig den Blocksberg heruntergekugelt, dann droben am Hundepfahl ein Höllenfeuer angezündet und die ganze Nacht durchgewacht. Mathematik und Griechisch waren wie weggeblasen. Meine alten Herrschaften haben nicht schlecht geschimpft. Das war mir indessen ziemlich Schnuppe. Hauptsache, dass ich mich am nächsten Sonntag wieder loseisen konnte. Der Wandervogel ist die erste große Jugendbewegung des 20. Jahrhunderts. Raus aus der lauten, schmutzigen Stadt. Raus aus der steifen Kleidung. Romantik, Freiheit, Rebellion, für all das steht der Wandervogel. Das erste große Jugendgruppentreffen findet 1913 in Hessen statt. Der Freideutsche Jugendtag auf dem Hohen Meißner. Mittlerweile gibt es auch Mädchengruppen. Auch sie kommen zum Jugendtag. Und auf der Nase liegt er, wenn dann die Post jetzt geht ab. Beide Geschlechter in einem Zeltlager. Für die meisten Erwachsenen ein Skandal. Auf dem Hohen Meißner wird nicht nur getanzt und gesungen, sondern auch diskutiert. Über alternative Lebenskonzepte, über eine neue Schule, Emanzipation. Wir wollen unser Leben künftig selbst bestimmen. Frei und in eigener Verantwortung. Cool, wie so eine Art Woodstock 1913. Aber Wandervogel, das war doch mehr was für Leute aus bürgerlichen Familien. Kommen wir doch mal zu den Arbeiterkindern. Ja, das waren dann wohl die Mehrzahl der deutschen Jugendlichen. Eben. Und die hat für solche Ausflüge überhaupt keine Zeit. Hier steht's. 78% der Jungen und 68% der Mädchen unter 20 standen bereits fest im Arbeitsleben. Wer um die Jahrhundertwende in einer Arbeiterfamilie aufwächst, hat im Kaiserreich kaum Aufstiegschancen. Die Schulklassen sind überfüllt. Eine weiterführende Schule können sich die Eltern nicht leisten. Werter Herr Lehrer, ich verbitte es mir ein für alle Mal, dass meine Tochter die Arbeit zweimal macht. Die Hefte kosten mich mein schweres Geld. Stattdessen arbeiten viele schon als Kinder. Mädchen oft ungelernt, da sie so zunächst mehr Geld verdienen als ihre Brüder in der Ausbildung. Ein Arbeitstag mit über 12 Stunden ist für viele 13-Jährige keine Seltenheit. Zwölfeinhalb Jahre war ich. Da habe ich schon meinen Lehrvertrag gehabt. Eine höhere Schule, das hätte ja wieder Geld gekostet. Die Wohnverhältnisse vieler Arbeiter sind miserabel. 1912 gibt es in Berlin 60.000 Einzimmerwohnungen, in denen fünf oder mehr Personen leben. Es wurde mir zum unwiderstehlichen Bedürfnis, immer wieder einmal allein zu sein. Aber mein Bett wurde auf dem Korridor in einer licht- und luftlosen Ecke aufgeschlagen. Für mein Gefühl hätte ich ebenso gut auf der Straße liegen können. Guck mal. Wer ist das? Die Falken. Vorläufer der sozialistischen Jugendbewegung. Die Falken? Also später, nachdem sich die Falken gegründet haben,
Die sich hier als Verein der Arbeiterjugend Wuppertal. Das ist 1909. Als Gegenbewegung zu den Wandervögeln sozusagen? Ja, nicht dagegen. Ich meine, Bürgerliche und Arbeiter leben ja quasi auf verschiedenen Planeten. Die wollten was anderes. Bessere Ausbildung, bessere Jobs. Nicht mehr so schikaniert werden. 1904 hat sich im Grunewald Paul Niering erhängt. Mit 16, ein Lehrling. Sein ganzer Körper war übersät mit Spuren von Misshandlung von seinen Ausbildern. Das ist ja schrecklich. Und das war der Anlass für die Gründung. Und die Jugendgruppen der Arbeitervereine wuchsen schnell, was von den Obrigkeiten natürlich nicht gern gesehen wurde. Auch vielen Dienstboten geht es erbärmlich. In einer Hausordnung heißt es, des Morgens ist präzise um 6 Uhr aufzustehen und um 17:45 mit der Arbeit im Hause zu beginnen. Naschen und Lügen muss unter allen Umständen unterbleiben. Windeln waschen, Ofen schüren, Kartoffeln schälen und reiben, Böden raschen. Und immer schrien die Kinder dazwischen. Die Benutzung der Toilette ist auf das Nötigste zu beschränken. Liebe Großmutter, komme nicht mehr zurecht. Bin dreckig und hab Läus. Bitte, bitte, hol mich doch. Der Hund ist immer gut zu behandeln. Auch Anna, das Dienstmädchen vom Lande, ist in ihren Hoffnungen bitter enttäuscht worden. Bei meiner Ankunft hätte ich dem Dienstherrn die Hände küssen können. Da war ich 14 Jahre alt. Als ich noch nicht volle 16 Lenze zählte, stand er lüstern vor meiner Kammertür. Anna, du kennst auch diese Klebealben für Fußball und Comicfiguren und so. Panini. WM, EM. Und die gibt's doch jetzt auch mit Heimatmotiven, so zu Hamburg mit Michel und Hans Albers oder, keine Ahnung, zu Bayern mit Hofbräuhaus und so weiter. Ist das so eins? So ähnlich. Damals klebten sie wohl Truppenformationen und Rangabzeichen in ihre Alben. Und Sammelbilder von siegreichen preußisch-germanischen Schlachten. Anfang des Jahrhunderts war Krieg eben Kult. Die haben Soldaten verehrt und Krieg gespielt. Hier, schau mal. Das wurde aufgenommen, als sich der Sohn Kaiser Wilhelms II. Kindern beim Kriegsspiel angeschaut hat. Solche Wehrübungen werden von der kaiserlichen Regierung großzügig unterstützt. Im Aufruf zur Veranstaltung heißt es: Verlachen wir also aus vollem Hals alte Weiber in Männerhosen, die den Krieg fürchten und darum jammern, er sei grausig oder hässlich. Nein, der Krieg ist schön. Da würde sich doch jeder Jugendliche an die Stirn tippen. Naja, heute spielen sie Ego-Shooter oder andere Ballerspiele. Ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins vergleichen kann. Ich meine, die Jungs damals fantasierten in den Tagebüchern von einem glorreichen Krieg. Warte mal, der Dichter Georg Heim, damals Anfang 20, schrieb: Geschehe doch einmal etwas und sei es auch nur, dass man einen Krieg beginne. Er kann ungerecht sein. Dieser Friede ist so faul und ölig wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln. Der Krieg beginnt im Sommer 1914. Am ersten Tag der Mobilmachung strömen Hunderttausende junge Deutsche auf die Straßen. Vor allem Oberschüler und Studenten. Hurra! Endlich habe ich meine Beorderung. Das schreibt Walter, ein 23-jähriger Jurastudent, am 3. August. Heute Vormittag traf ich eine junge bekannte Dame. Ich schämte mich fast, mich in Zivilkleidern vor ihr sehen zu lassen. 20.000 preußische Oberschüler melden sich im ersten Kriegsjahr freiwillig zum Dienst. Viele von ihnen mit einem sogenannten Notabitur ausgestattet. Wer jung war und kein Krüppel, eilte zu den Waffen. Meine Freunde aus dem Wandervogel verschwanden selig, nach Verlust ihrer Lockenmähen in den Kasernen. Wenn nicht gleich mit dem ersten Schub genommen wurde, kam sich vor wie ein Gezeichneter. So mancher leidet, weil er noch zu jung zu marschieren ist. Zum Beispiel der 14-jährige Heinrich. Jede Nacht gebetet. Wenn bloß der Krieg nicht aufhört, bis wir dran kommen. Als es in die Schlacht geht, sind die Bräute der Soldaten mit am Bahnhof. Die 16-jährige Hilde beobachtet in Kassel den Abmarsch der Truppen und schreibt: Viele Soldaten sind riesig vergnügt.
singen und freuen sich, dass wir Deutsche auch mal zeigen können, was wir können. Gerade Kerzen, gerade Lache in den Sonnentag, was immer geschehen noch mag. Adieu, adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu. Es gab auch andere Stimmen. Hier, Fritz und Louis sind heute Morgen abgefahren. Der ganze Bahnhof voll von Menschen, die katzenjämmerlichste Stimmung herrschte, die ich je erlebt habe. Mütter, Frauen und Bräute und die übrigen Angehörigen bringen die jungen Männer zum Zuge und weinen. Alle haben das Gefühl, es geht direkt zur Schlachtbank. Wilhelm Eidermann, 16 aus Bremen. Na, wenigstens nicht alle im Kriegsrausch. Hier in Berlin und Hamburg gingen sogar Hunderttausende auf die Straße. Das ist Leipzig. Ich habe hier dazu auch noch ein Zitat gefunden. Von Oskar Hippe, er war damals 14. 28. Juli. Heute fand auf dem Augustusplatz eine große Antikriegsdemonstration statt, einberufen von der Leipziger SPD. Ich zog durch die Stadt mit roten Fahnen und Transparenten und Parolen gegen den Krieg. Noch nie hatte ich solche Menschenmassen gesehen. Die Erwachsenen sprachen von 150.000 Menschen. In den ersten Monaten berichtet die Kriegspropaganda nur von glorreichen Triumphen der jungen deutschen Truppe und von euphorischer Stimmung an der Front. Doch bald kommen die ersten Verwundete zurück. Totenlisten werden veröffentlicht. Immer mehr Frauen arbeiten jetzt in Männerberufen, als Schaffnerinnen, im Baugewerbe oder in der Rüstungsindustrie. Emanzipation aus der Not heraus. An der Front entscheidet nicht die Kavallerie, sondern moderne Militärtechnik. Der 19-jährige Emil schreibt aus dem Schützengraben: Man ist nur eine Maschine, die sich auf Befehl des Vorgesetzten hinlegt, aufsteht, sich fortbewegt, auf Menschen lossticht und mordet. Man stirbt nicht mit Begeisterung, man sang nur vorher mit Begeisterung. Kein schönerer Tod ist in der Welt, als wer vom Feind erschlagen. Nun aber, wenn die blauen Bohnen um einen herum pfeifen, dann denkt jeder, nur mich soll es nicht treffen. Nur mich nicht. Oder nur diesmal nicht. Auch an der sogenannten Heimatfront ist die Not groß. Die deutsche Kriegswirtschaft kann die Menschen zu Hause nicht mehr ernähren. Zehntausende verhungern. Dann kommt der Herbst 1918. Die deutsche Armee bricht zusammen. Die Menschen stehen auf gegen die alten Eliten. Schließlich verkündet der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Kaiserrat abgedankt. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. Es lebe die deutsche Republik. Das ist die Revolution. Die alte Welt ist morsch. Sie knackt in allen Fugen. Ich will helfen, sie kaputt zu machen. Ich glaube an das neue Leben. Ich will helfen, es aufzubauen. Achtung, Achtung. Hier ist Berlin, Moskau. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernadette. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör. Wahnsinn, oder? Die ersten Radiosendungen des Unterhaltungsrundfunks 1923. Und so sah das aus. Wow. Alles live. Am Ende dann die Nationalhymne und der Hinweis: Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Antenne zu erden. Ja. Aber sag mal, die haben doch dann damals nicht immer nur klassische Musik gespielt, oder? Natürlich nicht. Das waren schließlich die 20er Jahre, die goldenen 20er. Oh ja. Ich bin von Kopf bis Fuß auf das Liebe ein. Das war 1930. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht? Das hat Marlene Dietrich noch in den 20ern. Oh, du bist so ein Klugscheißer. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Endlich ein neues Lebensgefühl. Die Jugend probiert sich aus. Mit neuen Frisuren, neuer Mode, einer neuen Freizügigkeit. Die Jugendlichen genießen ihre Freizeit. Besonders gern auf Sportveranstaltungen. Das Land schwelgt im Rausch der Geschwindigkeit und der Rekorde.
Sebastian, damals 14, erinnert sich. Die Sportberichte spielten eine Rolle wie 10 Jahre zuvor die Heeresberichte. Und was damals die Gefangenenzahlen und Beuteziffern gewesen waren, das waren jetzt Rekorde und Rennzeiten. Gleichzeitig zieht es immer mehr Jugendliche in Organisationen. Bündische und konfessionelle Jugend. Freischar, Scharnhorstbund, Falken, Hitlerjugend. Uniform gehört meistens dazu. In der Weimarer Republik ist jeder zweite Jugendliche in irgendeiner Form politisiert. Wandert mit der christlichen Jugend, kämpft als Jungkommunist oder verteilt Flugblätter. Dabei sind viele Jugendliche bereits berufstätig. Über 75% von ihnen arbeiten. Kaum Raum für Freizeit. Ich habe eine Leidenschaft, die ich selber für sehr schädlich halte, aber nicht dämpfen kann. Die Tanzleidenschaft. Ich tanz mit Fräulein Dolly Swing und ich hüpf. Alle Versuche meiner Geschwister und Mutter sind vergebens. Ich bin krank, wenn ich nicht tanzen kann. Das einzig Gute daran ist, dass ich keine Freundin habe. Denn sonst wäre es mein Verderben. Morgens denk ich im Bett, selig, schon ans Parkett und abends. Wenn ich abends um 5 von der Arbeit komme, wasche ich mich, esse und die Freiheit fängt an. Wenn ich sie nach Hause bring. Abends hören wir immer Radio. Es gibt manchmal schon um 9 Uhr Tanzmusik. Und dann tanze ich mit meiner Mutter. Nach den Kriegsjahren sehnen sich Jungen und Mädchen nach Vergnügen. Sie wollen Rummel, Musik, Tanz. Und Kino. Überall entstehen Filmpaläste. Mitte der 20er Jahre gehen täglich etwa 2 Millionen Menschen ins Kino. Gewiss sind die meisten Filme nicht für Jugendliche unter 18 Jahren bestimmt. Aber was tut das? So genau nimmt es die Kontrolle jetzt nicht mehr. Diese Filme, die also für uns verboten sind, sind doch schließlich die besten. Das Kino zeigt, was vor kurzem noch tabu war. Nacktheit wird ausprobiert und diskutiert. Der 17-jährige Walter schreibt an seine Freunde: Jungen, erst müssen wir unter uns nackt sein können. In unserer Freiheit, Größe und Schönheit. Und wer sich sittlich entrüstet oder beschämt abwendet, die werden wir bemitleiden, ob ihres unfreien Körpers. Die größte Leidenschaft aber bleibt das Tanzen. Und 1, 2, 3, alles ist vorbei. Ende der 20er Jahre ist die Fröhlichkeit vorbei. Wirtschaftskrise. Besonders hart trifft sie Jugendliche. 1932 sind 70% aller jungen Männer in Berlin arbeitslos. Auch solche, die gut ausgebildet sind. Ein Jurastudent schreibt: Viele von uns stehen Tag für Tag unter diesem lastenden Eindruck, dass alle Arbeit im Grunde umsonst ist, dass am Ende doch nur das Klopfen an verschlossene Türen bleibt.
So sehen sich tausende junge Akademiker trotz guter Anlagen und größten Fleißes einer prekären Zukunft gegenüber und fühlen kein Vertrauen zu sich und der Umwelt. Der Frust treibt die jungen Menschen auf die Straße. Viele schließen sich politisch radikalen Gruppen an. Vor allem die Anhänger der extremen rechten und linken Lager prallen aufeinander. Die Straßen- und Saalschlachten kosten Opfer auf beiden Seiten. Sie schaffen Stoff für neue Propaganda. Am erfolgreichsten agitiert Hitler. Geschickt verbindet er vaterländische Ideale mit dem Versprechen auf große Perspektiven. Jugendliche spricht er besonders gerne an. Meine deutsche Jugend, so wie wir hier versammelt sind, junge Kameraden, ihr, meine Jungen, ihr seid die lebenden Garanten. Ihr seid das lebende Deutschland der Zukunft. Deutschland heil! 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 Wir hörten, dass wir für eine große Sache leben sollten. Wir wurden ernst genommen. In einer merkwürdigen Weise ernst genommen. Und das gab uns einen besonderen Auftrieb. Am Abend von Hitlers Machtübernahme marschieren tausende Jugendliche in Fackelzügen durch Berlin. Stundenlang marschierten die Kolonnen vorüber. Unter ihnen immer wieder Gruppen von Jungen und Mädchen, die kaum älter waren als wir. In ihren Gesichtern und in ihrer Haltung lag ein Ernst, der mich beschämte. Protestkundgebung gab es auch, davon gibt es aber leider keine Filmaufnahmen. Am selben Abend gingen nämlich in fast allen großen deutschen Städten Hunderte von Jugendlichen gegen die Nazis auf die Straße. Das macht heute mal größer. Und die anderen Parteien waren nicht mehr in der Lage, etwas dagegen auszurichten. Dann kam der Reichstagsbrand und wer danach noch Widerstand leistete, wurde einfach weggesperrt. Viele gingen auch ins Exil. Manche in den Untergrund, auch Jugendliche. Hier, der junge Willy Brandt. Deutschland wird gleichgeschaltet. Und auch Jugendliche sind voller Euphorie mit dabei. Studenten leiten Bücherverbrennungen. Jugendliche prügeln für die SA. Los, raus hier! Die Frauen auf! Der 13-jährige Walter schreibt in sein Tagebuch: Da haben die oben bei uns die Kommunisten und die Sozialdemokraten aus den Häusern rausgeholt und mit Knüppeln und Fußtritten vor sich hergetrieben. Erst mussten sie die Plakate abreißen, säubern und so weiter. Und viele sind dann noch weiter befördert worden. Diese Hilfspolizei war grausig. Als die Nazis an der Macht sind, wird die Hetze gegen die jüdische Bevölkerung schlimmer. Sie wird sogar behördlich angeordnet. Eines Tages wurden alle Studenten zu einer Versammlung gerufen, wo uns erklärt wurde, wie wir uns im Falle eines Gasangriffs verhalten sollten. Es war eine Pflichtveranstaltung und alle wurden mit Gasmasken ausgerüstet. Die jüdischen Studenten bekamen keine. Es war sogar von Gasmasken für Hunde und Katzen die Rede, aber nicht für Juden. Tausende Juden verlieren ihre Arbeit, werden eingeschüchtert und verprügelt. Ich konnte mich jetzt nicht einmal an ein Leben ohne Angst erinnern. Ohne hasserfüllte Blicke auf der Straße. Und ohne die Beschimpfung Jude. Da
muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Als Hitler an die Macht kommt, hat die HJ 107.000 Mitglieder. Zwei Jahre später, noch vor der Zwangsmitgliedschaft, sind es schon über 3,5 Millionen. Ab dem 10. Lebensjahr werden Jungen und Mädchen gedrillt. In Befehl und Gehorsam, Kameradschaft und Disziplin. Einige hatten es wohl doch durchschaut. Hier, Ingeborg Bayer zum Beispiel, Jahrgang 1927. Die Kräfte, die freigesetzt wurden, waren mächtiger als alle Vernunft. Lagerfeuer, Zelte unter freiem Himmel. Großveranstaltungen, die Fahnen der Freiheit, die stärker als der Tod waren. Der Cocktail enthielt alles, wonach sich junge Leute wohl zu allen Zeiten sehnten. Abenteuer, Größe, Wagnis, auch Bewährung. Wir bewerten ständig. Was für eine Vorstellung. Schön Sport in Reihe und Glied und später dann als trautes Weib dem Führer Kinder für die Front schenken. Nicht jede schwärmt für das Lagerleben oder den Bund deutscher Mädchen. Mami hat mit mir geschimpft, weil sie Angst vor dem Ortsgruppenleiter hat. Der passt auf, dass die Eltern ihre Kinder so erziehen, wie der Führer es wünscht. Darum muss ich, seit ich 10 bin, zu den Jungmädeln gehen und komme jetzt in den scheiß BDM. Wir hatten unfähige und häufig wechselnde Führerinnen und lachten über die Schulungen, bei denen wir die Namen von Goebbels zahlreichen Kindern lernen sollten. Die Nazis verstehen die Sportbegeisterung der Massen für ihre Zwecke zu nutzen. Wenige Jahre später schwören sie die jungen Männer auf den Krieg ein. Es ist doch wunderbar, dass wir in solch großer Zeit leben dürfen. Welch ein machtvolles deutsches Reich erleben wir jetzt. Generationen haben davon geträumt. Schon wieder Krieg. Der eine ist 1918 gerade mal vorbei, dann müssen die schon wieder die nächste Schlacht marschieren. Kaum 20 Jahre später. Männer, die ihre Väter im Ersten Weltkrieg verloren haben, sehen nun ihre Kinder an die Front ziehen oder müssen selber ausrücken. So etwas können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Nach dem Angriff auf Polen 1939 verlassen zigtausend junge deutsche Männer ihre Heimat und ziehen an die Front. Die Stimmung unter den Soldaten ist zunächst positiv, wenn auch nicht so euphorisch wie bei der Mobilmachung 1914. Aber der Krieg beginnt, zumindest aus deutscher Sicht, erfolgreich. Und so hoffen viele auf ein frühes Ende. In der Heimat sind die Frauen fast unter sich. Das Publikum ist erschütternd. Fast gar kein Mann mehr zu sehen, der gefallen könnte. Wer Glück hat, sieht den Sohn, Bruder oder Geliebten bei einem kurzen Fronturlaub. Es bleibt die Erinnerung an bessere Tage, etwa den letzten gemeinsamen Urlaub. Nach den ersten Kriegsjahren konnten viele junge Leute auch einfach keine Uniform mehr tragen. Zogen sich lässiger an. In Hamburg hat man sogar Swing getanzt, damals die Musik der Schwarzen. Von den Nazis natürlich verboten. Schau dir das mal an. Swing macht Spaß, ist aber auch privater Widerstand. Andere Musik, andere Kleidung, andere Vorbilder. Die aussahen. Das sind nicht die 50er, das ist noch 1942, mitten im Krieg. Wir trafen uns im Schwimmbad. Zwischen den Umziehkabinen tanzten wir zu den Rhythmen und Melodien von Duke Ellington und Benny Goodman.
Lange Haare, Tango-Schritt, da kommt die HJ nicht mit. Und man hört's an jeder Eck, die HJ muss wieder weg. Dieses Lied singen die Edelweiß-Piraten. Jugendliche, die sich im Rheinland zusammenschließen und sich eher in der Tradition der Wandervögel sehen. Auch sie wollen sich nicht uniformieren lassen und liefern sich Prügeleien mit Streifen der Hitlerjugend. Das hat Folgen. Im Rheingebiet kommen 1940 nach Razzien hunderte Edelweißpiraten in Untersuchungshaft. Viele von den über 18-Jährigen werden danach direkt an die Front geschickt. Auch Teenager werden Teil der Wehrmacht, Teil der Kriegsmaschinerie. Sie sind dabei, als Juden ermordet und deportiert werden. In einem letzten Brief schreibt der 20-jährige Hans: Ich bekam soeben eine Depesche, dass ich mich sofort reisefertig stellen muss. Meine hiesigen jüdischen Kameraden müssen auch alle mit. Ja, liebe Eltern, jetzt heißt es scheiden, ohne dass wir uns je wiedergesehen hätten. Verliert nicht den Mut. Ich werde mich aufrecht halten und sehen, dass ich gut durchkomme. Morgen werde ich ins Ungewisse fahren. Anne Frank schreibt in ihr Tagebuch: Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch aufhören. Einmal werden wir auch wieder Menschen und nicht allein Juden sein. Aber es gibt auch junge Menschen, die sich wehren. 1943 entsteht in München die Widerstandsgruppe Weiße Rose um Hans und Sophie Scholl. 1943 werden sie hingerichtet. Als der Hamburger Lehrling Helmut Hübener verurteilt wird, ist er erst 16 Jahre alt. Auch er hatte Flugblätter gegen Hitler verteilt. Das NS-Regime verkündet die Nachricht von seiner Hinrichtung in ganz Berlin auf roten Plakaten. Zur Abschreckung. Helmut, Hans und Sophie sind drei von vielen jungen Deutschen, die im Kampf gegen Hitler ermordet wurden. Geliebte Eltern, es ist nun soweit. In wenigen Stunden werde ich aus diesem Ich aussteigen. Ich bin vollkommen ruhig und bitte euch, es auch gefasst aufzunehmen. Es geht heute auf der ganzen Welt um so wichtige Dinge. Da ist ein Leben, das erlischt, nicht viel. Wenn ihr hier wäret, unsichtbar seid ihr's, ihr würdet mich lachen sehen angesichts des Todes. Liebe Eltern, ich muss euch eine traurige Nachricht mitteilen, dass ich zum Tode verurteilt wurde. Ich und Gustav. Wir haben es nicht unterschrieben zur SS. Da haben sie uns zum Tode verurteilt. Ihr habt mir doch geschrieben, ich soll nicht zur SS gehen. Wir beide wollen lieber sterben, als unser Gewissen mit so Gräueltaten zu beflecken. Mein Leben ist vollendet und ich werde die Sonne nicht wiedersehen. Liebe Mutter, sei stark. Und lebe für mich weiter auf dieser Erde. Hab Dank für all das, was du für mich getan hast. Dein Egon. Egon Schier, der war gerade 19. Er wurde hingerichtet, weil er sich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Und das im Februar 45. Keine 3 Monate vor Ende des Kriegs. Das Hans-Joachim Günther. Hanno, wie er sich selbst nannte. Und das hier ist ein Abschiedsbrief. Zu diesem Zeitpunkt ist der Krieg längst in den deutschen Städten angekommen. Es herrscht Daueralarm. Schule findet kaum statt. Wir hatten in der letzten Woche jede Nacht Alarm und dazu einige schreckliche Angriffe. Ich möchte so gerne wissen, wann und wie ich sterbe. Nur für mich ganz allein. Die Menschen sollen ihre Ängste vergessen. Deshalb produziert die UFA Dutzende Propaganda- und Durchhaltefilme. Schön, was? Mhm. Wie ein Märchen. Nein, viel schöner. Wie die Wirklichkeit. Ja, und deshalb müssen wir erst schnell in den Keller, denn in der Wirklichkeit gibt es Flaksplitter und trotzdem ist die Wirklichkeit schön. Auch wenn es Gefahren gibt. Vielleicht gerade, weil es Gefahren gibt. Ich wollte mit meiner Freundin ins Kino gehen. Im Marmorhaus gab es Die Frau meiner Träume.
schau nicht hin, schau nicht her, schau nur nach. Da wurde die Vorstellung durch Fliegeralarm unterbrochen und wir mussten in den Bunker. Dort haben wir abgewartet und dann sind wir noch einmal ins Kino zurück. Der Film lief weiter. Die Übermacht der Alliierten wird immer größer. Jetzt müssen auch die Jüngsten kämpfen. Erst dienen sie als Flakhelfer, später werden sie im sogenannten Volkssturm verheizt. In Hitlers aussichtslosem Endkampf leisten sie bis zum Schluss erbitterten Widerstand. ...16-Jährige sterben in den letzten Kriegsmonaten. Unzählige werden gefangen genommen. Im Mai 1945 ist der Krieg verloren und Hitler tot. Eins möchte ich nicht vergessen. Der Führer ist gefallen. Denkt bitte keiner, es ginge mir nicht nahe. Es ist nur unbeschreiblich. Ich bin erst wie vor den Kopf geschlagen. Doch dann ist es mir gleichgültig. Die Zeit ist vorüber, wo ich einmal dachte, der Himmel würde einstürzen, wenn der Mann nicht mehr leben würde. Tod also. Schade. Er sollte doch noch wenigstens einige der Qualen ausstehen, die er Millionen von Menschen bereitet hat. Ich habe gelesen, in Deutschland gab es 1,5 Millionen Kinder, ja, die ein oder beide Elternteile verloren haben. Naja, und selbst wenn du deine Eltern vielleicht noch hattest, wo bist du als junger Deutscher jetzt mit dem Völkermord der Nazis konfrontiert? Mhm. Es gab doch auch diese Filme über die Konzentrationslager. Die Briten und Amerikaner ließen die drehen, damit die Deutschen nicht mehr sagen konnten, sie hätten von nichts gewusst. Ja. Nach der Befreiung im April 1945 zwingen die Amerikaner Bürger von Weimar ins KZ Buchenwald. Sie sollen persönlich mit den Gräueltaten konfrontiert werden. Eine Schocktherapie. Aus pädagogischen Zwecken durch KZs geführt zu werden, sowas vergisst man nicht. Ja, stimmt. Ich habe in meiner Klasse auch in Sachsenhausen. Kriegsende. Millionen von jungen Deutschen haben ihr Leben gelassen. Andere sind auf der Flucht. Aber auch im Frieden hört das Elend nicht auf. Es fehlt an allem. Viele Jugendliche arbeiten, statt in die Schule zu gehen. Wer als Trümmerfrau mit anpackt, bekommt bessere Lebensmittelmarken. Junge Mädchen verdienen sich so ein Zubrot. Nicht immer mit großer Begeisterung. Wir sind immer die Dummen. Jetzt sind wir wieder die, die aufräumen sollen. Laufen nicht noch Tausende von ehemaligen aktiven Nazis herum, die schuld an diesem Elend sind? Warum packt man nicht diese Leute und lässt sie das aufbauen, was sie zerstört haben? Sommer 1945. Die Trümmer sind noch längst nicht weggeräumt. Viele Jugendliche fragen sich jetzt, darf man sich als Deutscher wieder amüsieren? Oder sollte man sich lieber verkriechen und schämen? Wenn erst das Herz schlägt rum und keiner ahnt warum, dann naht sich leise die Liebe. Anna aus Berlin schreibt: Nein, die Nächte sind vorbei, in denen mir die Angst hochkroch, dass das ganze Leben so trostlos weiter und vorbeigehen könnte. Jetzt will ich endlich einmal leben. Kinder und Jugendliche genießen die ersten Sommertage ohne Angst. Die Ruhe nach unzähligen Bombennächten. Vieles muss neu gelernt werden,
Nicht zuletzt, wer Feind und wer Freund ist. Ich hatte eine Riesenangst, als die Amis kamen. Und dann verteilten sie Schokolade. Aber ich habe nichts angenommen. Mit der Zeit verschwinden die Berührungsängste. Auf den vielen Tanzveranstaltungen sind Franzosen, Briten oder Amerikaner gern gesehene Gäste oder selbst Gastgeber. Noch entscheidender ist aber die Musik, die sie mitbringen. Getanzt wurde viel. Der Swing war wieder voll da. Nichts war mehr verboten. Alles war erlaubt. Partys sind Trümmern. Irgendwie schräg, oder? Und die Partys scheinen auch nicht schlecht gewesen zu sein. Hier, Hans Kalthoff hat in Bremen gefeiert von kurz vor 9 bis, immerhin, trotz Sperrstunde, morgens um 5. Wir feierten rauschende, überaus vergnügte Feste, manchmal in herrlichen Kostümen. Das war wahrscheinlich so eine Art Ausgleich für das ganze Leid der Jahre davor. Im Osten wird wieder eine politische Jugendorganisation gegründet, unter Führung der KPD, die Freie Deutsche Jugend. Eines der ersten FDJ-Treffen findet 1946 am Goetheplatz in Berlin statt. Unter den Besucherinnen ist auch Ingeborg. Der Raum unserer Gruppe war nicht groß und wie eine stattliche Meute. Und dieweil wir uns über irgendeine weltbewegende Angelegenheit erregten, packte Bernhard in aller Stille eine Wurststulle aus. Ich habe sie gar nicht gesehen, nur gerochen. Mit gierigen Blicken und beschwörenden Worten bat ich ihn um eine Koste. Doch der Bursche tat nichts dergleichen. Da bot ich ihm einen Kuss für ein Bissen. Es war der erste Kuss meines Lebens. Na, da ging ja richtig die Sonne auf bei der FDJ. Mhm. Auf blauem Grund. Das Versprechen der FDJ klingt verlockend. Antifaschistisch, antiimperialistisch, antimilitaristisch soll sie sein. Das lockt viele Jugendliche an. Honecker in jungen Jahren. SBZ, sowjetische Besatzungszone. Wann ist denn das DDR? Hier. Ab Oktober 49. Ja, ein paar Wochen, nachdem die Bundesrepublik gegründet worden war. Am Anfang waren auch viele begeistert, vor allem die jungen Leute. Und zwar nicht nur wegen der Wurststullen. Ein neues Deutschland. Kommunisten, Sozialisten, Liberale. Eine junge Welt eben. Aber die Realität sah dann ja wohl bald ganz anders aus. Und als Jugendlicher musstest du schon wieder Uniform tragen. Ja. Erst in der Hitlerjugend, jetzt in der FDJ. Ja. Und dann kam der 17. Juni 1953. Der Aufstand beginnt als Protest gegen den steigenden Leistungsdruck. Der Protest weitet sich aus, wird zur Revolte gegen das Ulbricht-Regime. Jugendliche sind ganz vorne mit dabei. Der 19-jährige Helmut schreibt: Das ist eine ungeheuerliche Nachricht. Streik in der DDR. Das klingt so unglaubwürdig wie: Der Mond ist aus Käse oder am Nordpol blühen Orchideen. In Berlin gehen 90% der jungen Arbeiter auf die Straße. Auch in Magdeburg, Leipzig und Halle entlädt sich der Frust. Doch der Aufstand wird blutig niedergeschlagen. Von den 55 verbürgten Todesopfern des 17. Juni ist fast die Hälfte jünger als 28. Das Jüngste ist erst 14 Jahre alt. Das war ein Riesenschock, sowohl im Osten als auch im Westen. 1953, 50er Jahre, da ging es auch langsam mit dem Rock'n'Roll los, oder? Oh ja, das ging los. Und den Erwachsenen gefiel das gar nicht. Kannst du Rock'n'Roll tanzen? Ich? Ja, nein, nicht wirklich. Aber heute ist ja auch Gott sei Dank nicht mehr so angesagt. Oh, ich find's eigentlich ganz cool. Ich muss das mal für den Film lernen. Darf ich bitten? Auf morgen war ich nicht in den 50ern. Was die Eltern sagten, war Gesetz. Okay, einiger vielleicht mal beim Rock'n'Roll-Konzert in Salzburg liegt, aber sowas kann ja mal passieren. Oder ihren Frust in Tagebüchern rausgelassen. Wo kommt das eigentlich alles her? Aus Archiven. Tagebucharchiv, Jugendarchiv. Und wir sollen vorsichtig damit umgehen. Mein Gott, haben die viel geschrieben in den 50ern. Ja, gab eben noch kein Facebook oder so. Dafür haben sich das aber schon mal gegenseitig zum Lesen gegeben. Echt? Mhm. Oder im Zimmer liegen lassen, dass Mama mal liest, was das Töchterchen gerade so denkt. Hier. Lies das mal.
Riesenwut auf Vater, immer diese Angriffe. Wo kommst du jetzt her? Weißt du, wie spät es ist? Wie siehst du überhaupt aus mit deiner Ami-Jacke? Und diese Frisur? Wir sind doch nicht in der Kaserne. Ich hab das alles so satt. Hat Vater denn früher nicht auch gefeiert? Er hatte seine Musik und ich habe heute eben meine. Väter und Söhne. Bei Müttern und Töchtern war es auch nicht anders. 5. September 1957. Abends sagte Mutti, dass ich nicht mehr ins Kino darf. Da mit den Bengels rumsitzen, das ist nichts. Mutti sagt, in manchen Augenblicken überkommt es ein Mädchen und dann lässt es sich ein Kind andrehen. Was die sich denkt, ich und Dieter, nie. Ich und Dieter, das klingt ja nicht nach der großen Liebe. Mode und Frisuren sind Ende der 50er Jahre ein großes Thema. Überall in Deutschland gibt es Schönheitswettbewerbe und Filmcastings. Die Mädchen wollen aussehen wie ihre Idole und geben viel Geld dafür aus. Bravo zeigt ihnen, wie ihre Stars aussehen. Die Zeitschrift ist das neue Leitmedium der Teenager. Der Druck, dem aktuellen Schönheitsideal zu entsprechen, wächst. Die 18-jährige Gertrud schreibt: 3. Juli 1958. Liebes Tagebuch. Mein größter Kummer ist, dass ich so furchtbar dick werde. Nicht wirklich dick. Aber man ist nicht mehr so schlank und hat nicht mehr so schmale Hüftknochen, wie die Mode vorschreibt. Ich habe vorhin nachgemessen. Ich bin an Bauch und Hintern 2 Zentimeter zu dick. Überall 2 Zentimeter zu viel. Andererseits könnte es aber auch viel mehr sein. Sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Silent leap to me. Jugendliebe in den 50ern. Mal keusch, mal aber auch romantisch leidenschaftlich. Aufgeklärt werden Jugendliche mit Geschichten von Bienchen und Blümchen oder überhaupt nicht. Ein 15-jähriger Schüler schreibt: Im Punkt Aufklärung bin ich von meinen Eltern enttäuscht. Sie versagten, ich erfuhr alles auf der Straße. Es war ein Schock für mich. Ich las in Arztbüchern herum und langsam setzte es sich Stück für Stück zusammen. Ich bin meinen Eltern deswegen nicht böse, nur wie gesagt enttäuscht. Ungewollte Schwangerschaften zerstören in dieser Zeit so manche Familie. 15. Februar 1959. Heute habe ich es Ihnen endlich gesagt. Vati ist einfach rausgegangen, ohne ein Wort. Mutti hat die ganze Zeit geweint. Eine Schande, hat sie immer wieder gesagt. Und dass ich nicht mehr ihre Tochter bin. Aber wo soll ich denn hin? Ich bin so unendlich traurig. Ich möchte doch dieses Kind so sehr. Ja, Adoption freigeben oder heiraten. Irgendwo müssen die ganzen 6-Monats-Kinder ja hergekommen sein. Ich habe vorhin auch was von einer 18-jährigen Berlinerin gelesen. Der hatte die Mutter eingebläut, sie dürfe sich auf keinen Fall küssen lassen. Hat sie auch nicht. Schwanger wurde sie aber trotzdem. Ja, Aufklärung ist was anderes. Aber was, wenn die Jugendlichen derzeit genauso konservativer wie ihre Eltern? Ich meine, vielleicht wollten die jungen Mädchen ja wirklich am liebsten Mutter und Hausfrau werden. Pass auf. 1956, beide Top 10. Wer, glaubst du, hielt sich länger? Eigentlich hätte ich Haley gesagt, aber wenn du so fragst. Genau. Freddie Quinn, Traum aller Teenager. Ganze 14 Wochen mit dem Lied Heimweh ganz oben. Bill Haley dagegen ganze 4. Und jetzt kommst du. Naja, der Umruf war auf jeden Fall losgetreten. Auch politisch hier. Ich glaub's nicht, dass das in den 50ern ist. 6. November 1957. Heute Totenmarsch durch die Stadt. Wir haben uns Masken gebastelt und weiße Gewänder genäht. Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv. Wenn man es sich richtig überlegt, schweben wir stündlich in der Gefahr, umzukommen. Hiroshima, Nagasaki, das ist doch noch gar nicht lange her. Heute haben wir uns mit Drahtschildern unsere Fahrräder gehängt. Mütter, schützt eure Kinder. Raketen nicht erbeten. Danach sind wir klingelnd durch die Stadt gefahren. Nicht mal die Polizei hatte was dagegen.
Die Volksbefragung zur Atombewaffnung sollte verboten werden. Wir haben im Jugendring beschlossen, trotzdem eine durchzuführen. Wir haben überall geklingelt und fast alle haben mitgemacht. Hinterher haben wir die Stimmzettel alle in den Krug gebracht. Das war eine Stimmung wie bei einer richtigen Wahl. Das Zählen dauerte bis kurz nach 10. In unserem Wahllokal waren 96% gegen die Atombewaffnung. 96%! Das kann man doch nicht einfach übergehen. Die Mehrzahl der deutschen Jugendlichen ist gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands und erst recht gegen die Stationierung von Atomwaffen. In Hamburg sammeln sich tausende Jugendliche und protestieren. Auch im Osten regt sich Widerstand. Die Jugendpolitik der DDR steckt in der Krise. Die SED propagiert zwar weiterhin, die DDR liebt ihre Jugend und die Jugend liebt ihr Land. Doch die Realität sieht anders aus. Die Mitgliederzahl der FDJ sinkt. Dafür steigt die Anzahl der jugendlichen Flüchtlinge. 1961 ist jeder zweite DDR-Flüchtling unter 25. Dann wird die Mauer gebaut. Nicht jeder, der in den Westen flieht, tut das ohne Gewissensbisse. Was dachten die Leute von mir? Sah ich aus wie ein Flüchtling? Ich kam mir vor wie ein Reisender mit besonderem Auftrag und einem schlechten Gewissen, das kein was anging. Ich bat die DDR in Gedanken um Entschuldigung, dass ich sie verließ. Aber sie war ja selber schuld. Ja, das war auch die Zeit, in der das Verhältnis zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen offensichtlich immer schwieriger wurde. Tja, erst Rock'n'Roll, dann die Beatmusik, die Beatles, die Stones, die Haare wurden immer länger. Bis dahin war Pierre Brice der Einzige, der lange Haare tragen durfte. Winnetou, der war ja schließlich kein Deutscher. Deutsches Männerhaar war echtes Kulturgut. Und darum wurde jetzt gekämpft. Tja, du wärst mit deiner Frisur auf jeden Fall der Traum aller Schwiegermütter gewesen. Ich bin dann aber auch etwas suspekt, so ohne Krawatte und naja, Parker trage ich auch manchmal. Du bist eben doch ein Gammler. Ich bin Gammler. Mitte der 60er Jahre. Die Beatmusik bringt ein neues Lebensgefühl nach Deutschland. Und einen neuen Look. Eltern lassen sich provozieren und ihre Kinder genießen das. Kirsten, eine 19-Jährige, schreibt: Die Hymnen der Jugend sind international. Der Beat ist eine dieser Hymnen. Diese Musik trennt nicht, sie führt zusammen. Die Erwachsenen, die Politiker und frommen Christen hassen den Beat, weil sie seine Bedeutung nicht begreifen. Sie lieben den Marsch. Nach Beatmusik kann man aber nicht marschieren. Wenn der Hitler gelebt hat, der hat die alle auf die Seite gebracht. Das ist meine Meinung. Der sogenannte Gammler-Look ist nicht nur eine Mode. Es geht um Abgrenzung. Jugendliche wollen nicht mehr alles hinnehmen, was die Alten ihnen vorleben. Sie stellen Fragen. Zum Nationalsozialismus, zur Sexualität. Die Erwachsenen stehen auf dem Standpunkt, ihr müsst doch eine Ordnung finden. In Wahrheit meinen sie doch, die Ordnung, die sie haben, muss unsere Ordnung werden. Und genau dagegen wehren wir uns. Heute tanzen alle jungen Leute im Lipsi-Schritt. In der DDR empfiehlt die Partei eine andere Musik. Den Lipsi zum Beispiel. Eigentlich hatte Ulbricht in Musikfragen Freiheit verkündet. Doch 1965 dürfen ostdeutsche Beatbands plötzlich nicht mehr auftreten. 10 Tage nach dem Verbot kommen tausende Fans in Leipzig zusammen. Die Beat-Demo. Die Polizei geht brutal gegen die Demonstranten vor. Hunderte werden festgenommen. Wer sich in der DDR danach noch mit langen Haaren blicken lässt, riskiert Ärger. Die Volkspolizei bestellt Langhaarige ein. Sie müssen sich entweder gegen hohe Gebühr einen neuen Ausweis ausstellen oder eben die Haare abschneiden lassen. Stehen Sie mal auf und nehmen Sie die Hände aus den Taschen. Das gilt für alle. Im Westen schreibt Michael, genannt Bommi: Dieselben Leute, die 6 Millionen Juden vergast haben, die pöbeln dich an wegen langer Haare. Wer Haare abschneiden will, will im Grunde Köpfe abschneiden. Auch in Sachen Sexualität lockern sich die Sitten.
1961 kommt in der Bundesrepublik die Pille auf den Markt. Schon 9 Monate später werden jährlich etwa 28 Millionen Packungen verkauft. Ein Riesengeschäft, aber auch eine Riesenerleichterung für junge Paare. Die sexuelle Revolution ist in der Praxis trotzdem nicht so einfach. Soll ich oder soll ich nicht? Verdammt nochmal, es würde mich ja unwahrscheinlich reizen. Aber ich möchte meine Jungfräulichkeit nicht verlieren. Was weg ist, ist weg. Verdammt, verheiratet müsste man sein. Jede Nacht wäre was los. Ende der 60er Jahre. Die Sitten waren gelockert, Gammlerlook war angesagt und aus den USA schwappte der Hippie-Kult rüber. Das war dann wohl die Basis für die politische 68er-Bewegung und das hat doch bestimmt auch die meisten Jugendlichen mitgerissen, oder? Glaube ich nicht. Jedenfalls nicht alle gleich stark. Ich meine, die Unruhen von 68 wurden vor allem von den etwas älteren Studenten losgetreten. Leute, die sich aktiv mit Politik auseinandergesetzt haben. Rudi Dutschke war 1968 immerhin 28. Ganz so jugendlich ist es ja nicht mehr, oder? Ja, nicht wirklich. Ja, wobei er bei den Mädchen nicht schlecht anzukommen scheint. Und das trotz seines fortgeschrittenen Alters. Aber die Zeitung war noch voll mit Nachrichten über die Unruhen. Das kann auch die Jünger nicht kalt gelassen haben. Ich hab doch von Schülerdemos gelesen und Lehrlingsdemonstrationen. Aber nicht alle richteten gleich Barrikaden. Hier, hör dir das mal an. Hochverehrter Rudi Dutschke. Du bist unser großes Vorbild. Wir sind 3 Mädchen im Alter von Wein vor Freude. Ende der 60er. Das Jugendzimmer wird politisch. An der Wand hängt Che Guevara statt Heintje. Die Abgrenzung gegenüber den Erwachsenen ist radikaler denn je. Bei der Kleidung, in der Musik und in der politischen Weltanschauung. Alte Ordnungen werden in Frage gestellt. Neue Inspiration gesucht. Heutzutage füllt die Droge einen leeren Raum. Damals war der Raum nicht leer. Er war irrsinnig angefüllt mit Ideen und Fantasien. Und man versuchte, diesen Ideen eine Richtung zu geben. In Berlin gründet sich die Kommune 1. Die Mitglieder inszenieren sich als rebellische Vorbilder, als Antispießer. Freie Liebe und politische Aufruhr inklusive. Die WG ist geboren. Inspiriert von den amerikanischen Hippies erfindet die Jugend in den frühen 70ern ihre eigene Mode. Jeans mit Blumen, Perlenketten, gebartigte T-Shirts mit psychedelischen Mustern. Männer tragen lange Haare und Bärte. Von der Werbung beflügelt wollen sich die Eltern jetzt auch anziehen wie ihre Kinder. Denn jung sein ist schick. Finden sie jedenfalls. Heute ist Papas Geburtstag. 47 Jahre. Hoffentlich begreift er bald, dass er nicht ewig jung bleibt. ...1973 holt sich auch die DDR Farbe und Jugendkultur in die Republik. Programmatisch wie immer veranstaltet die Partei die Weltfestspiele der Jugend. Aus über 100 Ländern kommen Jugendgruppen nach Berlin. Über Nacht sieht die DDR aus wie angemalt. Bunte Fassaden, bunte Straßen, bunt gekleidete Menschen. Und überall wird Musik gespielt. 9 Tage lang steht Ost-Berlin Kopf. Wir haben nächtelang auf dem Alex gesessen. Es kamen automatisch andere dazu. Wir waren am Ende eine richtig internationale Truppe. Inder, Ungarn, Russen. Es war so eine Herzlichkeit.
Man hat sehr, sehr schnell zueinander Kontakt gefunden. Was für mich einfach das Größte war, die Sprachen anzuwenden. Und Leute aus der ganzen Welt, so bunt, diese Buntheit. In der DDR war es ja besonders grau. Es war fast nur Jugend auf der Straße. Es lagen sehr viele Leute rum. Auf den Wiesen und in den Parks. Es war viel Freundschaft und Liebe da. Offenheit und Kontaktfreudigkeit und Singen und Tanzen. Wirklich ein Doch ahnt niemand, dass die Volkspolizei schon am Tag nach den Festspielen Jugendliche wieder So, nun darf ich euch einladen, zum Saturday Night Fever auf die Tanzfläche zu kommen. Wir bauen uns auf, alle in der gleichen Richtung, fangen alle mit demselben Fuß an. Er mit links und sie mit links. Und zwar genau dann, wenn die Bee Gees anfangen zu singen. Ich gebe euch den Einsatz. Nachdem Saturday Night Fever mit John Travolta in den Achtung. Kinos gestartet ist, heißt es in Westdeutschland, Disco is King. Auch in der DDR gibt es Disco, allerdings staatlich kontrolliert. Wer auflegen will, braucht eine offizielle Genehmigung und muss linientreuen Musikgeschmack garantieren. Mindestens 60% der Musik soll aus dem Osten stammen. Dafür gibt es dann das Zertifikat SPU, Schallplattenunterhalter. Aber die Ost-DJs gehen mit dieser Regel großzügig um und sind genauso populär wie die im Westen. Auch Punk findet den Weg in BRD und DDR. Pogo-Tanzen, Kleidung vom Müll, Sicherheitsnadeln im Ohr, wilde Frisuren. Punk war Farbe. Im Osten gab es ja keine Farbe. Das war das Reizvollste, dass es endlich Farbe gab nach Parka, grauen Decken und Jeans. Und da Punkplatten im Osten schwer zu kriegen sind, machen manche ihre Musik einfach selber. Genau genommen war unsere Musik nicht viel mehr als Lärm. Wir waren ein Haufen Dilettanten und in unseren Texten ging es eigentlich um gar nichts. In den Augen von Punks waren wir überhaupt gar keine Punkband. Für die Funktionäre dagegen waren wir natürlich übelster Punk. Geprobt haben wir in der Wohnung, ganz stumpf mitten im Wohnhaus. Es war irrsinnig laut, aber beschwert hat sich keiner. Unter uns die Nachbarn hatten Kinder und wenn sie ins Bett bringen wollten, kamen sie hoch und sagten, hört mal bitte auf. Denn der gemeinsame Feind, die Polizei, war immer noch größer als der Lärm. Okay, wir machen nur ein Lied laut und dann machen wir wieder leise. Komm. Okay. Eins. Ja! Für die Nachbarn jetzt. Im Gegenwert von dem Zeug hätte ich damals vermutlich einen ganzen Intershop leer kaufen können. Ich schätze, die eine hätte dafür gereicht. Ja. Und sowas wird ja richtig Handel getrieben. Aber Punk im Osten war ja was ganz anderes als im Westen. Ja, da gehörte schon ein bisschen mehr mit dazu. Das war ganz offene Rebellion gegen das System. Vor allem, wenn sich die Punks an den Vorzeigepunkten der DDR präsentierten. Ja, da waren ja auch die ganzen Touristen und so. Mhm, da gab es dann auch immer Ärger. Kriminalpolizei, Stasi. Dafür gingen auch einige von denen in den Knast. Punk hat auf jeden Fall großen Einfluss auch auf das, was musikalisch Anfang der 80er Jahre alle mitgerissen hat. Hier. NDW. Neue Deutsche Welle. Zuerst ist NDW so etwas wie Punk auf Deutsch und ein Nischenprodukt. Doch dann entdecken die Plattenverlage das Vermarktungspotenzial und die ersten Bands starten richtig durch. Fehlfarben, Ideal, extra breit, experimentieren mit deutschen Texten und schräger Musik. Andere verwenden Schlagerelemente zum Mitsingen, wie Hubert K., sind rockig wie Spliff oder dadaistisch wie Trio. Die DJs in den Diskotheken legen wieder deutsche Musik auf, in den 10 Jahren zuvor undenkbar.
Die Teenies sind begeistert, führen Markus und Nena zu ihren modischen Vorbildern. Nenas letztes Konzert. Ja. 1983, nicht wirklich. Die neue deutsche Welle ging schnell wieder vorbei, aber die Vielfalt, die blieb. Auch in den Looks. Mhm. Punks, Popper, Tats. Ja. New Romantics. Heute nicht mehr so new. Gab's da überhaupt noch normale Teenies? Geh mal davon aus. Die Stars aus den 70ern gab es jedenfalls noch. Hugh Udo Lindenberg, der war schon damals um die 40. Der hat auf den großen Friedenskundgebungen gesungen. Stimmt, die Friedensbewegung. Mhm. War ja genau die Zeit. Hunderttausende gehen auf die Straße, um gegen Atomwaffen und Atomkrieg zu demonstrieren. Jung sein heißt auch, eine politische Meinung zu haben. 1981 demonstrieren 80.000 gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens. 100.000 gegen das Atomkraftwerk in Brockdorf. 300.000 gegen Aufrüstung in Bonn. In Deutschland werden Pershing-Raketen stationiert. In Tschernobyl explodiert ein Reaktor. Saurer Regen zerstört deutsche Wälder. Und der Nuklearkrieg scheint greifbar nahe. Das bewegt auch die Schüler. Der 16-jährige Hans schreibt: Angst vorm Leichtsinn, Angst vorm Hass, Angst vorm Heldenmut, Angst vorm Kriege, Angst. Wieder Soldaten, wieder Waffen, wieder Feinde, wieder Tote, wieder und wieder und wieder. Bei vielen sorgen diese Themen auch zu Hause für Ärger. Großer Krach mit den heißgeliebten Eltern. Das Übliche. Um Friedensscheiß kümmerst du dich, aber zu Hause machst du nichts und für die Schule tust du auch nichts. Wenn sie nicht kapieren, dass ich auch nur ein Mensch bin, der versuchen will, ein Stück der Scheiße, die die ganze Erde meterhoch bedeckt, wegzuschaufeln und andere dazu zu bringen, das selber zu tun, kann ich ihnen auch nicht helfen. Was haben sie von ihrem Haus, ihrem Auto, ihrem Geld? Ein wunderschönes, laues Leben im ewig gleichen Trott. Fantastisch. Tür auf! Mach jetzt auf! Mach auf, hab ich gesagt! Hey, was soll das denn jetzt? Materielle Sachen verfaulen, verrotten, lösen sich auf. Gedanken werden weitergegeben. Ihr könnt so leben, wie ihr wollt. Aber warum müsst ihr mich zwingen, das Gleiche zu tun? Wer es zu Hause nicht mehr aushält, zieht in eine Wohngemeinschaft. In vielen Großstädten Westdeutschlands besetzen junge Menschen leerstehende Häuser. Sie probieren alternative Formen des Zusammenlebens aus und verteidigen ihre neue Bleibe in Straßenschlachten. Wir haben keine Lust, uns alle heimlich still und leise irgendwo aufs Land zu verpissen. Wir wollen unser Leben leben. Wir wollen zusammenleben und nicht jeder einzeln im Wohnklo um seine Existenz kämpfen, beim Chef duckend. Ja, irgendwann war dann Schluss mit Jesuslatschen und Wollsocken-Erotik. Oh, im Osten waren die Ökos immerhin der Beginn der Bürgerrechtsbewegung. Du hättest dich als Popper auch schön auf dein neues Designersofa legen und New Wave hören können. Man soll jetzt aber nicht nur schlecht über die Popper reden. Ich meine, das war damals die Zeit mit Kohl als Kanzler. Da wurde auch schon wieder zum positiven Wort. Hier, Helmut, wir lieben dich. Ja. Und die Popper fanden Konsum eben cool. Waren wieder höflich zueinander und hier trugen tolle Klamotten. Das oberste Gebot des Poppers ist, nie aus der Rolle zu fallen, immer schön cool zu bleiben. Auch bewegt sich der Popper nicht wie ein Durchschnittseuropäer. Er geht nicht, sondern schwingt leicht locker flockig über den Asphalt. Kannst du mir auch mal so locker flockig vorschwingen? Nein. Hier, Madame. Danke. Zum Wohl. Ich meine, heute hört sich das vielleicht oberflächlich an, aber ich glaube, diese Gebote gab es eben für alle Styles der 80er. Was wichtig war, ist, dass ein Teil der Jugend wieder karrierebewusst und auch konservativ wurde. Ja, hier zum Beispiel Hans, der war 16. Ich werde versuchen, meinen Beruf so auszuüben, dass jeder zufrieden mit mir ist. Mein Wunschberuf ist Bankkaufmann. Na dann.
Nach Jahren der Kapitalismuskritik ist es im Westen, auch unter Jugendlichen, wieder schick, Geld zu haben und Geld auszugeben. Auch in der Liebe geht es wieder konservativer zu. Nach sexueller Befreiung und dem Experimentieren mit freier Liebe werden die Jugendlichen zurückhaltender. Nicht ohne Grund. Eine neue Krankheit macht Angst. AIDS. Die Presse schürt Panik und die Jugendlichen fürchten sich vor Sex. Den Anti-AIDS-Kampagnen der staatlichen Behörden kann sich niemand entziehen. Und sehr schnell wird klar, das Thema betrifft nicht nur Homosexuelle. Ich glaube, 1987 war AIDS das Wort des Jahres. Alle sprachen darüber. Oder schrieben Leserbriefe. Kann man durch Küssen AIDS bekommen? Das heutige Sicht eine merkwürdige Frage, aber damals? Und da sind wir heute echt besser aufgeklärt. Weil hier, mein Freund hat AIDS. Kann ich noch mit ihm schlafen? Ja, da wird schon komplizierter. Mhm. In der DDR wurde das Thema vergleichsweise kaum wahrgenommen. Der Alltag in West und Ost unterscheidet sich zunehmend voneinander. Darum ordnen die Kultusministerien Klassenreisen an. Westjugendliche sollen ihren ostdeutschen Landsleuten näher kommen. Manch einer reist mit gemischten Gefühlen ein. Zum Beispiel die 16-jährige Sarah. Ich empfinde, wenn ich DDR höre, Mitleid, Wut, Gleichgültigkeit, Scham und so ein unergründliches Gefühl von Verbundenheit und Fremdheit. Mitleid natürlich, weil ich finde, dass es uns besser geht. Und das nicht nur materiell gesehen. Und dass die da drüben ja eigentlich ganz arme Schweine sind. Dann bin ich im gleichen Augenblick wütend, weil ich merke, dass dieses Mitleid eine ganz schöne Anmaßung von mir ist. Mein Gesprächspartner interessierte natürlich, was im Westen los ist. Ich wollte von ihm ein paar Dinge erfahren. Im Prinzip arbeitet er in seiner Schreinerei. Er hat eine Freundin, mit der er irgendwann einmal zusammenziehen will. Wenn es klappt, kriegen die in ein paar Jahren ihren Trabant und eine Wohnung. Dann wollen sie ab und zu mehr Urlaub am Schwarzen Meer machen und ansonsten einigermaßen leben. Ich will ja im Prinzip nichts anderes. Unterschiede gibt es auch in Sachen Partnerschaft. In der DDR haben die Jugendlichen früher feste Partner als im Westen. Und eher Sex. Außerdem bekommen verheiratete Paare leichter eine Wohnung. Im Osten regierte halt die Knappheit. Und Wohnungsnot ist leider nichts, was nur der Sozialismus hervorgebracht hätte. Heute ist es halt einfach nur zu teuer. Hör mal, ich sah, wie Leipzig langsam verfiel. Es tat weh, zuzuschauen, wie ein Haus nach dem anderen zerfiel. Lieblos geflattert und mit Müll vollgestellt. Wie das ganze politische System. Die lebten echt in zwei Welten. Die der offiziell verkündeten Wahrheit und die, in der sie täglich funktionieren mussten. Die Unzufriedenheit wächst. Egal, ob es um Wohnraum, Telefon oder den Trabi geht. Die Sehnsucht nach Konsum rüttelt ebenso an der Mauer wie die Sehnsucht nach Reisen und politischer Freiheit. Immer mehr Jugendliche zweifeln an der DDR. 1988 glaubt nur noch jeder Zehnte an den Sozialismus. 10 Jahre zuvor war es noch jeder Zweite. Viele scheren aus und gehen auf Distanz zum System. Zum Beispiel als Skinhead. In der antifaschistischen DDR ist das für sie die größtmögliche Provokation. Born in the GDR. I was born in the GDR. Auch wenn beim 40. Geburtstag der DDR noch tausende Jugendliche mitmarschieren, die Orientierung in Richtung Westen ist längst nicht mehr aufzuhalten. Als ein paar Monate vorher Bruce Springsteen nach Ost-Berlin gelassen wird, pilgern 160.000 zu seinem Konzert. Die großen Massenaufläufe finden ab sofort immer montags statt. Es sind keine Popkonzerte, sondern Demonstrationen gegen die Regierung der DDR.
Angelika läuft als 21-Jährige auf den Montagsdemos mit und schreibt in ihr Tagebuch. Wir haben erst mal geguckt und dann hat sich alles eingereiht. Und wir sind dann immer die ganze Runde mitgelaufen. Am Stasi-Gebäude vorbei, da war höllisch was los. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, Mensch, irgendwann muss ich mal was ändern. Irgendwann wird es kommen. Als ich vorging, kam ein Wind so schwach. Eine Fluchtwelle setzt ein. Über Ungarn und die Botschaft in Prag. Gerade junge DDR-Bürger streben gen Westen. Die DDR implodiert. Schließlich fällt die Mauer. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Das Zitat kenne ich noch von den ganzen Feiertagsdokus. Und zu dem Zeitpunkt hat doch kaum noch wer an die Wiedervereinigung geglaubt. Hier, die Geschichte ist ziemlich typisch. Alles begann damit, dass jemand in mein Zimmer stürmte und mich weckte. Ich sah auf den Wecker und es war 23.30 Uhr. Ich dachte, er sei stehen geblieben, wollte mich für die Schule fertig machen. Da kam meine Mutter mit lachendem, strahlendem Gesicht in mein Zimmer. Ich dachte noch, sonst ist sie nie so fröhlich, wenn sie früh zur Arbeit muss. Sie sagte sichtbar glücklich, die Mauer ist auf. Ich musste einfach mal sagen, spinnst du? Ja. Viele saßen einfach nur fassungslos vom Fernseher und konnten es kaum glauben. Zuerst war die Euphorie ja gewaltig. Ja, erzählt man sich. Ich war da gerade mal 4. Aber dann stellte sich schnell heraus, dass Prägung und Erfahrung sich doch gewaltig unterschieden haben. Siehst du dich eigentlich noch als Ostdeutsch? Wie gesagt, ich war da gerade 4, ne? Nee, aber wir sind dann auch ständig umgezogen. Hamburg, Wien, Köln. Aber ich habe gehört, dass es sogar einen Wendehit gab. Ich suche die DDR und weiß nicht, wo sie ist. Ja, am besten lief es zunächst mal einfach so weiter. Hat eine Weile gedauert, bis wirklich alle merkten, dass beide Seiten nun in einem neuen Land leben. Und dann gab's die Love Parade. Ja, aber manche wollten auch zurück ins Vorvorgestern und schotteten sich ab in Neonazi-Subkulturen. Ach, da gibt's noch so viel. Hip-Hop, Migranten der zweiten und dritten Generation. Das junge Deutschland heute ist jedenfalls nicht mehr nur Ost oder West. Und damit wären wir auch am Ende unserer Zeitreise. Anna und Kostja, die Zeitreisenden. Das war schon was Besonderes, oder? In diesen Originalklamotten, an den Motiven. Man hat zumindest den Hauch einer Ahnung bekommen, wie man sich als Jugendlicher damals gefühlt hat. Ja, und auch die ganzen eigenen Kommentare der Leute. Ich meine, wenn man in den Tagebüchern lesen darf, dann sind es nicht mehr nur Leute, die heute alt sind, sondern ja, eben junge Leute nur in anderen Zeit. Vielleicht sollten wir uns mal in 20 Jahren unsere Tagebücher durchlesen. Mal gucken, wie sich das so anfühlt. Oh, eins habe ich noch. Ich habe noch was von Gerhard Eisele gelesen. Der war 19, als er das geschrieben hat. Das war zwar in den 60ern, hier, ist aber auch heute noch aktuell. Ich werde beneidet, weil ich jung bin. Ich laufe hinter fragwürdigen Idolen her. Ich bin kontaktarm, labil, illusionslos. Ich bin natürlich politisch uninteressiert. Meine Veranlagung ist kriminell. Ich verstehe mich mit meinen Eltern nicht. Ich bin empfindungsarm. Und wenn ich ein Mädchen küsse, geschieht das beileibe nicht aus Liebe oder Zuneigung. Ich bin ein statistischer Normalwert, errechnet aus Alter, Schallplattenkonsum, Taschengeldverbrauch und Freizeitverhalten. So müsste ich mich sehen, wollte ich glauben, was man über mich, den Repräsentanten der Jugend, alles geschrieben hat. Dennoch, die wenigsten, die über uns schreiben, kennen uns wirklich.